Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme über Handlesen. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist der Unterschied zwischen linker Hand und rechter Hand. Bei Rechtshändler bedeutet die linke Hand die Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben und in früheren Kindheit erlebt haben. Und das ist die Potenzial. Und mit diesem Potenzial werden wir geboren und von diesem Quelle können wir schöpfen. Und die rechte Hand bedeutet Handlungen. Also wie setzen wir das im Tat um? Und die rechte Hand zeigt auch die Gegenwart, auch die Zukunft. Bei Linkshändler ist es genau umgekehrt. Bei Linkshändler bedeutet die rechte Hand die Vergangenheit, dieses Potenzial und die linke Hand die Handlungen. Wie setzt man das um im Tat? Die Finger haben auch eine große Bedeutung und das sind zum Planeten zugeordnet. In indischen Astrologie gehört es auch zusammen. Indischen Astrologie und Handlesen wird gar nicht getrennt, sondern die Astrologen deuten auch die Handlinien. Ich starte jetzt mit dem kleinen Finger oder Merkurfinger. Die kleine Finger deutet auf die Kindheit hin. Im linken Hand bei Rechtshändler natürlich auch die Kindheitserinnerungen. Aber im rechten Hand ist auch noch diese Erinnerungen da, aber das, was wir auch im Gegenwart auch spüren. Und das ist auch sehr wichtig, auf dem inneren Kind achten, unserem inneren Kind auch mal stärken und sagen, ja, das hast du richtig gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Es ist sogar sehr beruhigend, wenn wir die kleinen Finger immer wieder streicheln und damit stärken wir unserem inneren Kind. Die Linkshändler müssen immer umdenken. Die kleine Finger ist also Merkurfinger und Merkur steht zum Zeit, die Kindheit und Jugend. Aber hier bei Finger ist eher unserem eigenen Kindheit, aber auch unserem eigenen Kinder. Das ist zwar nicht die Finger, was ein Hinweis gibt auf unserem eigenen Kinder, sondern hier die unterliegende Linien. Das sind die Verbindungen zum Kinder. Wenn jemand einen Bezug hat zum Kinder, weil zum Beispiel mit Kindern arbeitet oder unterstützt die Kinder oder eine sehr starke Verbindung zum eigenen Kinder hat oder zum eigenen Kindheit, dann ist dieser Hügel, was man als Berg nennt, also Merkurberg, dann ist das sehr ausgeprägt. Das kann man im Hand auch erkennen. Merkur ist der Götterbote und steht zum Tierkreiszeichen Zwillinge und zum Zeichen Jungfrau. Merkur beherrscht den beiden Tierkreiszeichen. Das bedeutet, dass die kleine Finger steht auch in Bezug zum Zwillinge und zum Jungfrau. Und das zeigt natürlich das Denken, die kluge Handlungen und auch die Verbindungen, Kommunikation und Austausch. All das ist ein Gebiet von Merkur und von Merkurenergie. Ich erzähle euch die mythologische Geschichte über Hermes, der Götterbote. Sein Vater ist Jupiter oder Zeus. Das ist die Zeigefinger. Man könnte sagen, die kleine Finger ist der Sohn von die Zeigefinger. Seine Mutter heißt Maia, eine Nymphe. Hermes gleich nach seiner Geburt, paar Stunden später, ist aufgestanden
und ist auf Reise gegangen, auf eine Abenteuerreise. Und unterwegs begegnete mit ganz vielen Kühen, das waren aber die Kühe von Apollo. Und Hermes hat die Kühen gestohlen. Dann ging weiter und fand eine Schildkröte, sofort zerlegt. Er war so neugierig und hat untersucht, was alles drin ist. Und somit hat die Lyra dieses Instrument erfunden. Das war die erfinderische Geist von Merkur. Dann ging wieder nach Hause und legte in sein Bettchen. Apollo hat sich aber beschwert bei Jupiter, ja, mein Bruder Hermes hat meine Kühe gestohlen. Und Zeus oder Jupiter ging sofort zum Hermes und hat die Frage gestellt, was hast du denn angestellt? Du hast die Kühe von Apollo gestohlen. Und Hermes sagte unschuldig, ja, ich kann das gar nicht tun, ich bin doch gerade geboren, ich bin so unschuldig. Und Jupiter hat nur gelacht auf diesem Scherz, aber er musste seinen Sohn schon bestrafen und Merkur oder Hermes, der Götterbote, musste dieses Instrument, diese Lyra übergeben an seinen Bruder Apollo. Und das ist die mythologische Geschichte dazu und erzählt auch vieles. Die Bewegung, die Abenteuerreise, diese Neugier, die Entdeckungen, auch diese Unschuld, diese kindliche Unschuld und auch dieser Humor, was Merkur auch vermittelt, diese Leichtigkeit. Und weil er gestohlen hat, die Kühe von Apollo, man sagt auch, er ist auch der Gott der Diebe. Und das ist die Geschichte dazu. Zurück zum kleinen Finger. Also zeigt die Bezug zum Kinder, aber zeigt auch unserem Gedanken, unserem Handlungen, auch Reisen, auch etwas Neues entdecken, all diesem Themen, was mit Merkur in Verbindung steht. Und das war diese Aufnahme über Handlesen, Teil 2. Ich werde weitere Aufnahmen veröffentlichen über diese Themen. Handlesen könnt ihr selbstverständlich auch buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt 10 Euro und ich freue mich, wenn ihr diese Aufnahme auch kommentiert in Facebook und es befindet sich unter Dendera Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Alles Liebe von Dendera.